Danke für die Einladung, danke, dass Sie gekommen sind. Das ist für mich immer ein etwas ungewöhnlicher Rahmen. Ich gebe Vorträge meistens im Rahmen von Meditationskursen. Dann sind die schon alle so weich geklopft durch den Tag sitzen und gehen, sind froh, dass ich was sage, sind ganz wissbegierig, möchten gar nicht, dass ich aufhöre, weil man muss nicht wieder meditieren. Also hier ist es ein bisschen anders. Und ich weiß auch nicht genau, auf was für eine Grundlage ich jetzt hier spreche. Also ich denke, das Publikum ist sehr gemischt. Einige kennen Meditation von eigenen Erfahrungen, andere wahrscheinlich eher weniger. Einige sind mehr in der Wissenschaft zu Hause, mehr psychotherapeutisch geschult und haben ganzes Wissen dahinter, andere weniger. Ich selber habe kein wirklich intensives, geschultes psychotherapeutisches Wissen mit den ganzen Fachjargons. Ich habe so einige Ausbildungsgrundkurse mal so gemacht, aber ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt richtig fit und firm bin. Also wenn ich da von dem Vokabular dann manchmal nicht so ganz treffe, die Fachmänner und Frauen bitte ich zu entschuldigen. Ich bin eher da so eine Laie. Trotzdem, die psychischen, also was für Entwicklungen machen Menschen in Retreats? Ich möchte zunächst einfach dieses Setting ein bisschen vorstellen für diejenigen, die das nicht kennen, in welchem Rahmen ich so diese Vipassana Meditation, die intensive Meditationspraxis durchführe und kenne und selber für mich durchgeführt habe. Was ist so ein Retreat? Also Retreat bedeutet erstmal ganz klar Rückzug, mich zurückziehen von meinem normalen Welt, von meinem normalen Alltag. Es findet meistens statt, wir gehen in so ein Meditationszentrum hinein, da ist es meistens drumherum ruhig. Die Leute wissen Bescheid, was wir machen, sieht nicht seltsam für die aus, sondern ganz normal. Und wir können also wirklich uns da so die ganzen, uns einfach hingeben, dieser Meditation irgendwie ohne ein komisches Gefühl zu haben. Gerade im Westen ist es ja doch immer noch nicht so ganz gang und gäbe, ganz verbreitet. Es ist eine Atmosphäre, in der es auch wenig Ablenkung gibt. Es gibt nichts groß zum Lesen. Die Bücher sind, also wenn ich einen Kurs durchführe, werden alle Flyer und alle Bücher versteckt. Wenn die noch irgendwo rumliegen, werden mit Laken verhängt. Es spricht uns niemand an. Wir sprechen nicht untereinander. Also es wird geschwiegen untereinander. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt eine kleine Mithilfe am Tag, wo man mal eine Stunde was anderes tun kann als meditieren. Aber das ist dann auch Maximum. Und auch in dieser Zeit spricht man eigentlich nur ganz wenig miteinander, nur das Allernotwendigste. Also man ist sehr für sich, man ist im Schweigen und die Lehrer sieht man so alle zwei Tage, manchmal jeden Tag, meistens alle zwei Tage für 10, 15 Minuten. Das ist so der Rahmen, in dem dann so ein Retreat stattfindet. Und dann steht man auf, morgens früh, um 6 Uhr rum, fängt an zu meditieren und es geht dann eigentlich durch, bis man abends dann einschläft. Also auch diese Meditationsperioden, die dann so anberaumt sind während des Tages, das heißt dann ganz schnell eigentlich, Meditation hört nie auf, ihr sollt immer achtsam sein, auch wenn ihr so sogenannte Pausen habt, also wenn es zum Essen geht oder wenn nichts los ist, also wenn man eigentlich verschnaufen könnte auf dem Zimmer, heißt es dann, ja, bleibt weiter bei euch, weiter meditieren, weiterhin schweigen. Und das ist also das Setting, in dem das stattfindet. Sowas kann dann ein Tag dauern, kann zwei Tage dauern, kann drei Tage dauern, eine Woche dauern, kann Wochen dauern, kann Monate dauern und manche machen das dann auch tatsächlich ein paar Jahre lang. Einfach um dieses Setting sich mal vorzustellen. Es ist eine Atmosphäre, also wenn wir das jetzt mit anderen zusammen machen, das ist meistens so, dass man das als Gruppe macht mit einem festen Anfangstermin, festen Endtermin. Man kann natürlich auch auf den Berg gehen, aber jetzt oft ist es doch in der Gruppe, da ist man einfach mit anderen einerseits zusammen und doch auch wiederum sehr für sich allein. Es hilft dieses für sich sein und es hilft auch dieses Schweigen, ganz den inneren Prozess wirklich sich darauf einzulassen, den zu verfolgen. Andererseits ist man trotzdem, man mit anderen zusammen ist, doch sehr auf sich gestellt. Ich denke, diese alle zwei Tage einen Lehrer sehen, ist ja keine intensive Begleitung. Also sehr auf seine eigenen Ressourcen angewiesen. Das ist Setting. Und diesem Setting, ich spreche jetzt heute Abend von der Meditationsform von Vipassana, die ich dort meistens anleite. Worauf zielt es dabei ab? Also unter Meditation verstehen ja viele oder landläufig, ihr vielleicht nicht mehr, so eine Entspanntheit, da geht's mir gut, da tanke ich auf und da ist alles wunderbar.
In Vipassana-Retreats ist das manchmal so, aber meistens eben dann doch nicht so, wie das einige kennen. Die Vipassana-Meditationsform zielt auf Erkenntnis ab, auf Einsichten ab. Und diese Einsichten, diese Erkenntnisse sollen uns helfen, mit unseren eigenen Schwierigkeiten, unseren eigenen Problemen zurande zu kommen. Also damit die zu erkennen, die Ursachen zu erkennen und auch die Ursachen zu lösen. Wobei die buddhistische Sicht da eine andere Sicht hat, wie jetzt, sagen wir mal, die westliche Psychologie. Also der Buddha, der sah eigentlich das Leben grundsätzlich erstmal als leidvoll, so wie wir es erleben, einfach weil eben in seiner Grundstruktur das Leiden praktisch vorprogrammiert ist. Ja, auch das Schöne vergeht irgendwann, auch das Leben vergeht irgendwann. Also wir erleben immer wieder das Zerbröckeln von diesen Glückszuständen, die wir suchen. Also zumindest diese, die wir jetzt auf der normalen Ebene suchen. Er sah die Lösung der ganzen Geschichte dadurch, dass wir frei werden von einer ich-zentrierten Sichtweise des Ganzen, des Lebens, und einer ich-zentrierten Verhaltensweise, die uns dann immer noch auch noch verwickelt in zusätzlichem Leid, wie wir mit diesen Schwierigkeiten, dass das Leben halt sich doch immer wieder verändert und das Glück zerbröselt, da immer wieder noch mehr leidvolle Reaktionen durch, ja, reagieren, durch, jetzt bin ich aber wütend, dass das weg ist, das Leid noch vergrößern. Was folgt, wenn wir diese ich-zentrierte Sicht und Verhaltensweise fallen lassen können, ist dann aber auch, ist nicht nichts, sondern es folgt dann einfach so, dass eine Entwicklung von inneren Herzenszuständen stattfindet, also liebevoller, so ein Grundlieben, Mitgefühl, Offenheit, Großzügigkeit, Toleranz, Nachsicht, Geduld, Ehrlichkeit, sind alles Zustände, die aus dem Zerbröseln dieser sehr ich-zentrierten Sicht und Verhaltensweise entstehen in uns. Und mit denen wir dann leben, aus denen heraus wir sowohl auf dieser ganz normalen Ebene von Dualität ganz gut klarkommen, das bringen einfach oft häufig bessere Resultate als das Gegenteil, aber andererseits auch im Prinzip nicht wirklich an den äußeren Zuständen unserer Glück festmachen müssen. Die Erkenntnis dieser sogenannten Ich-Losigkeit führt zur Erkenntnis von unserem fundamentalen Verbundensein allen Lebens. Und das bringt eben diese Liebe, dieses Mitgefühl hervor. Auf der anderen Seite wird während der Meditation auch, wir erkennen auch Zusammenhänge, wir erkennen auch Bedingtheiten, wir existieren nicht in einem leeren Raum, wo Dinge chaotisch geschehen. Wir sehen, wie Verknüpfungen zustande kommen. Es ist die Bedingtheit, die genauso wichtig ist zu verstehen. Diese Bedingtheit, einfach zu sehen, das, was ich tue, hat einen Effekt auch auf jemand anders, was mir widerfährt, kommt auch aus Ursache und Wirkung zustande, steht praktisch auch dieser Erfahrung von Ich-Losigkeit entgegen. Ich-Losigkeit, wo alles zerbröselt, alles zerfällt, wo keine Zusammenhänge mehr da sind. Also das beides zusammen balanciert die Person und bringt sie auch in ein Gleichgewicht. Das ist so das Ziel der Methode. Die Methode, also von der buddhistischen Sicht. Die Methode selbst beruht auf der Wahrnehmung. Ja, also es ist nicht, dass wir uns irgendwas einreden, wie schön das alles ist und wie toll das alles ist und wie ichlos wir sind, sondern wir versuchen durch ein ganz direktes Wahrnehmen unserer eigenen inneren Prozesse und Erfahrungen dazu zu kommen, zu sehen, dass das und inwieweit das ichlos ist. Und es betrifft, dieses Wahrnehmen betrifft sowohl unseren Körper, also wir betrachten alle körperlichen Prozesse, was wir erfahren. Also wenn wir sitzen, dann spüren wir, wie es sich anfühlt. Wir können die Empfindungen spüren in dem Körper, die entstehen. Und wir schließen auch alle Sinneserfahrungen von Hören, Schmecken, Sehen, Riechen ein, wie auch die geistigen Erfahrungen. Also der geistige Bereich wird genauso versucht wahrzunehmen. Und dazu gehören dann Emotionen, dazu gehören Gefühle, dazu gehören Bewusstseinszustände, dazu gehören auch so Reaktionen, dazu gehören Impulse, dazu gehören auch Gedanken. Also in Vipassana heißt es auch noch nicht mal, dass wir Gedanken loswerden müssen, um zu meditieren. Das ist auch eine ganz oft ein Missverständnis, dass man denkt, die Gedanken sollten eigentlich gar nicht mehr sein. Wir sammeln dabei den Geist,
mit seiner Aufmerksamkeit in diesem Moment. Also wir betrachten, was in diesem Moment auftritt, erfahren wird. Wenn die Erfahrung verschwindet, dann gehen wir ihr nicht hinterher, sondern wir lassen sie, dann ist sie weg. Wir schauen immer nur auf diesen Moment. Darauf richten wir die Achtsamkeit. Und alle Erfahrungen, die in diesem Moment entstehen, werden gleich behandelt. Und zwar ausnahmslos. Wir versuchen alles, das was entsteht, schlicht und ergreifend wahrzunehmen. Viele immer wieder assoziieren Vipassana mit dieser Atembetrachtung. Da geht man immer wieder zum Atem und irgendwie, wenn man lang genug auf dem Atem ist, dann hat man es geschafft. Der Atem dient vor allen Dingen oder überhaupt, wir beginnen auf die Praxis mit einem Wählen eines Objektes, einer Erfahrung, die relativ neutral ist, zu der wir immer wieder zurückgehen und die dient eigentlich dazu, uns drin zu schulen, uns auf diesen Moment zu konzentrieren und diesen Moment mit einer Haltung des Zulassens, des Geschehenlassens und des Annehmens zu begegnen. Dafür eignet sich einfach eine Erfahrung, die jetzt nicht so schwierig ist, also die nicht so wahnsinnig kompliziert oder unangenehm ist, auch nicht wahnsinnig angenehm ist, eignet die sich ganz gut, dies einfach erstmal zu trainieren. Neben dem ist es sehr wichtig, eine bestimmte innere Haltung einzunehmen gegenüber dem, was entsteht. Die Haltung soll möglichst respektvoll sein, sanft, annehmend und interessiert. Also wir sind interessiert dabei. Was es zu vermeiden gilt, ist ein Verurteilen, ein Manipulieren oder ein Kontrollieren. Natürlich findet das auch statt, wenn wir, das ist ganz normal, das Beurteilen und Werten, das mag ich jetzt aber nicht, das ist nicht richtig, das sollte so anders sein. Das findet natürlich statt, aber wenn man merkt, man kontrolliert, man manipuliert die Erfahrung, man versucht es zumindest, dann wird auch das eingeschlossen in die Achtsamkeit. Also man versucht wirklich alle Aktionen, alle Reaktionen, alles, was geschieht im Geist, wahrzunehmen. Angestrebt wird so ein relativ neutrales Betrachten. Und neutral heißt aber nicht, dass wir uns nicht berühren lassen von der Erfahrung. Wir sind berührt von der Erfahrung. Wir spüren sie, aber versuchen sie so direkt wie möglich zu erfassen, um zu sehen, wie sie ist. Also nicht in dem Konzept, was wir haben oft ein Konzept über eine Erfahrung, versuchen statt das Konzept, das über der Erfahrung liegt, wir versuchen dies praktisch zu durchdringen und zu der Erfahrung direkt vorzudringen, sodass sie ganz bar vor uns liegt. Nochmal neu hinschauen, der dann oft gesagt wird, nochmal frisch begegnen der Erfahrung, wie sie ist. Die Achtsamkeit hat gleichzeitig auch kann einen gesamten Überblick behalten über den Prozess, in dem wir stehen. Es braucht eine gewisse Schulung, aber wenn die Achtsamkeit geschulter ist, dann kann sie auch die anderen geistigen Faktoren im Blick behalten. Also wir können sehen, dass in der Achtsamkeit, die merkt dann, wenn wir darin geschult sind, wann die Praxis in eine nicht so gute Richtung läuft. Das kann die ganz gut. Also die hat auch so ein, man wird oft sagt, dass die Achtsamkeit wie ein Spiegel ist, aber sie hat auch eine erkennende Qualität. Sie erkennt auch, was los ist, ohne in ein Nachdenken darüber zu gehen. Also wir sinken ein, die Erfahrung lassen uns berühren, greifen nicht ein, bleiben aber bewusst, um was es sich handelt, was das mit mir macht und wie sich das anfühlt. Das ist so die Qualität, mit der wir dann den ganzen Tag verbringen. Und die Erfahrung, die da kommt, die lassen wir sein. Also wir halten die Erfahrung in diesem Raum von Achtsamkeit. Und ist es durch diese reine Betrachtung und mit sich sein, ohne sich irgendwie groß abzulenken, aus der dann einfach die Zusammenhänge deutlich werden von selbst. Also wir sehen, wie wir auf Erfahrungen reagieren, wenn es juckt, wenn es kribbelt, wenn der Rücken weh tut, wie wir aggressiv werden, wie wir wütend werden, wie Erinnerungen auftauchen an meine Mama und was das alles gemacht hat mit mir. Aber es ist kein gezieltes Fragen danach, aber es kann durchaus auftauchen. Die Zusammenhänge werden klar. Und wir sehen einfach, wie Wut kommt, wie sie unterdrückt wird, wie das wiederum zu einer
Energielosigkeit führen und. Also wir sehen gewisse innerpsychische Prozesse einfach durch das reine Beobachten, wie die ablaufen. Die Zusammenhänge zu sehen ist auch wichtig, um das bedingte Entstehen zu verstehen. Wir verstehen natürlich auch unsere Persönlichkeit und wie die Sachen zusammenhängen. Aber es geht hier auch immer wieder darum zu sehen, wie dieses bedingte Entstehen abläuft, weil das eben wieder so den Gegenpol bringt zu dieser Ichlosigkeit. Im Buddhismus werden die Bedingungen, die etwas hervorrufen, aber noch viel weiter gefasst, weil oft ist es uns nicht klar, wieso bestimmte Erfahrungen so oder so erfahren werden, aufkommen. Und da kommt dann auch diese Lehre von Karma ins Spiel. Ich werde es nur ganz kurz erwähnen, dann wieder weglassen. Einfach nur, weil es einfach ganz wichtig ist, weil mit Hilfe von Karma lässt sich dann die ganze Komplexität so eine Rundumerklärung machen. Das ist halt das Karma. Wunderbar. Haben wir alles erklärt. Und dieses Erkennen der Zusammenhänge lässt wieder eine gewisse Ich-Stabilität entstehen, die einfach diese Ich-Stabilität, die im Erkennen der Vergänglichkeit, auf die ich gleich komme, zerfließt. Also das ist so praktisch so ein Gegenpol. Auf der Ebene des Erkennens und des Zulassens, also wir sitzen da und sind offen für das, was kommt, kann dann eine enorme psychische Entwicklung stattfinden, meiner Erfahrung nach. Eben, wir sitzen da und wir lassen alles zu, ohne auszuwählen, ohne ja dieses Reagieren, was wir eben haben, was ja auch in gewisser Maßen ein psychischer Schutzmechanismus ist. Ja, bestimmte Dinge will ich ja gar nicht wahrnehmen, also die drücke ich weg und oft bleibt das unbewusst. Und je mehr ich das sein lasse, desto mehr kann einfach auch Dinge auftauchen, die ich vorher verdrängt habe. Und da tauchen dann eben dann die Erinnerungen auf, da tauchen zum Teil schwere Traumata wieder auf, die wirklich von denen man vorher gar nichts wusste. Oder wir bemerken unbekannte Gefühle, die auch noch da sind, die wir sonst nicht bemerken. Wir lernen sie auch spüren und wir lernen mit der Zeit sie auch halten. Und das, denke ich, ist für unsere psychische Entwicklung ein ganz wichtiger Schritt, dass wir lernen, einfach da mehr so diese Landkarte von Emotionen in uns und bestimmte abgespaltene Erfahrungen wieder zu integrieren. Es ist aber kein ausgesprochenes Ziel der buddhistischen Praxis. Und doch findet es statt, und zwar bei sehr, sehr vielen. Wir lernen aber auch dadurch mit, und das ist dann eigentlich fast egal, woran wir das lernen, das kann mit einem Rückenschmerz sein oder mit schwierigen Emotionen, wir lernen grundsätzlich mit schwierigen Erfahrungen umzugehen. Und das ist auch sehr hilfreich für diese spirituelle Entwicklung, wie ich es mal nenne. Wir werden auch bewusst ganz und selbst über gewisse Denkgewohnheiten. Das fällt uns einfach auf, dass wir ständig planen. Es fällt uns auf, dass wir ständig irgendwelche Romanzen uns ersinnen. Es fällt uns einfach auf, dass wir ständig nörgeln oder kritisieren. Und irgendwann wird es klar, was der Geist so treibt. Ja, wie gesagt, es geht nicht darum, es einfach wegzublenden, sondern im Moment bewusst zu bleiben. Es werden auch klar irgendwann Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben, die wir einfach immer wieder zu uns sagen und die uns in ein bestimmtes Selbstbild hineinpressen. Ja, ich bin so oder so oder so. Ob das gut ist oder nicht, das wird uns einfach im Laufe der Zeit bewusst oder wie wir mit uns umgehen. Ganz viele auch schon ziemlich schnell merken zum Beispiel, wie sie mit sich umgehen. Ob sie sich hart mit sich umgehen. Ich habe den Atem schon wieder verloren, ich war schon wieder abwesend, ich war schon wieder zerstreut, ich Idiot. Und knüppel mich zurück zum Moment. Das ist ein hartes Umgehen. Und wenn wir dann immer wieder hören, ihr sollt doch eigentlich sanft mit euch umgehen, dann merken wir, ja, sanft ist das nicht, so wie ich mir das zulausche. Es wird dann irgendwann klar. Aber das alles ist nicht zielgerichtet. Es ist einfach das, was von alleine auftaucht. Dabei, es ist ein ganz wichtiger Selbsterkenntnisprozess, der stattfindet, der ja eigentlich nicht das Ziel ist von der Praxis. Aber ich denke, dass der trotzdem für meine eigene persönliche Meinung zu einer runden Persönlichkeitsentwicklung dazugehört. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir nicht eingreifen, dadurch, dass wir alles geschehen lassen, sehen wir, wie immer wieder alles zerfließt.
wie alles ständig wechselt, wie diese Emotionen kommen und gehen, wie Gedanken kommen und gehen, wie Körperempfindungen kommen und gehen, wie die Tage kommen und gehen. Und wenn wir genau hinschauen, da sind wir angehalten dazu, das auch zu sehen, dass nichts einen Moment gleich bleibt. Und dadurch, dass wir das dann auch sehen, wie alles immer wieder zerfließt, das ist dann der Punkt, wo dann anfängt, so diese Identifikation sich aufzulösen. Und es ist ja auch dieses, gerade durch das, dass es sich so ein Stück auflöst, dass eben diese abgetrennten Teile wieder auftauchen. Das ist auch ein bisschen, warum das dann auch zustande kommt. Die Nicht-Identifikation macht ja auch möglich, dass wir bestimmte Dinge, die wir vermeiden, weil wir, ja, das Schamhafte, was da vielleicht auftaucht, ja, ich bin doch jetzt gar nicht je zornig oder eifersüchtig oder neidisch, also da schäme ich mich jetzt wirklich für, wenn ich das auch noch bin. Wenn wir sehen, aha, das bin ja eigentlich nicht ich, dann kann ich das ja viel leichter zulassen. Dann kann ich ja sagen, ja, Neid kommt ab und zu mal vorbei bei mir, aber ist nicht meiner. Er kommt durch. Weil beim nächsten Mal ist es wieder weg. Aber ich bin nicht neidisch als Eigenschaft, ja. Es wird viel leichter, diese Anteile in uns, die wir vielleicht auch ab und zu kennen, anzunehmen oder zu sehen, dass die auch da sind und sich mit denen auseinanderzusetzen. Der Schwerpunkt liegt bei der Arbeit dann immer darauf, eine bestimmte Art von Beziehung zu dieser Erfahrung zu finden. Vor der Achtsamkeit in der Praxis sind alle Erfahrungen okay. Und das wirklich innerlich hinzukriegen, ist dann aber doch eine lange Reise. Wirklich alle Erfahrungen anzunehmen und zu sagen, okay, du darfst da sein. Und du darfst auch so lange da sein, wie du da sein willst. Dieses hinzukriegen innerlich ist eigentlich dann ein langer Prozess, der sich mit der Zeit erst langsam entwickelt. Es gibt dann immer wieder Erfahrungen, wo, und das merke ich dann oft in den Gesprächen, wo sie einfach stecken bleiben und weil sie einfach sagen, nee, das will ich jetzt wirklich nicht annehmen. Das darf nicht sein. Das soll jetzt weg. Also zumindest etwas schneller. Das reicht schon. Ja? Aber hier geht es wirklich immer darum, sich wirklich voll und ganz der Erfahrung zu ergeben und zu sagen, okay, es ist da. Es wird nicht wegrationalisiert, es wird nicht weggemacht, sondern wir versuchen uns dem zu öffnen. Die Achtsamkeit wiederum und das Erkennen von dem, was ist, und das Spüren, was ist, bringt auch eine gewisse emotionale Stabilität. Und es gibt immer wieder so diese beiden Pole zwischen, was emotionale Stabilität bringt und was wieder diese Stabilität wirklich völlig wegreißt, ja. Dieses sich einfach öffnen dem, was ist, ist natürlich destabilisierend und andererseits zu wissen, was passiert und sich bewusst zu sein, ist auch wiederum stabilisierend. Solange wir es können. Weil der Teil, der achtsam ist und erkennt, was sich handelt an Erfahrung, der ist ja nicht in der Erfahrung drin, der ist nicht Teil der Erfahrung. Also der Teil von mir, der weiß, ich bin jetzt voller Neid, der ist nicht neidisch, sondern der erkennt, was ist. Und die Qualität kann dann helfen, die Erfahrung zu halten. Dadurch, dass wir das dann machen, Tag ein, Tag aus, Retreat ein und Retreat aus, ist eben auch ein langer Prozess, entwickelt sich notgedrungenermaßen Geduld und Ausdauer, Beharrlichkeit. Mit der Zeit werden wir auch sanft, auch wenn wir erstmal so wie, das ist wie so ein Schnitzel, was vom Fleischklopfer so weich geklopft ist, so irgendwann sagen wir, okay, jetzt lasse ich einfach mal zu. Wir werden auch natürlich toleranter, weil wir merken, was wir auch alles haben. Und wenn die anderen das auch haben, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Also es entwickeln sich in uns durch das bestimmte innere Qualitäten. Und das ist jetzt eine Frage des Fachjargons. Ich würde schon sagen, so Dinge gehören zu einer Ich-Stärke, Entwicklung von der Ich-Stärke dazu, ja, mit der wir dann eben auch diese desintegrierenden Erfahrungen leichter auffangen können und integrieren können. In diesem Retreat, wie gesagt, ist, ich würde sagen, 80% tauchen eben wilde Emotionen auf, mehr oder minder, oder zumindest an gewissen Punkten in ihrer Praxis. Es tauchen Erinnerungen auf, es werden schwierige Erfahrungen bewusst. Und es lassen sich auch dann bestimmte Phasen feststellen. Es ist nicht so, wir setzen uns hin, es ist alles ruhig, und dann kommt einmal so eine Welle von
der Erinnerung an diese letzte Geschichte mit meinem Partner hervor und dann ist gut. Sondern was oft stattfindet, ist, wir sind in Ruhe, dann kommt ein bisschen Erinnerung, wir spüren ein bisschen den Neid, den Ärger, die Wut, den Hass, ja. Und dann ist es wieder weg und dann sind wir wieder ruhig und dann denken wir, ah ja, gut, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es hinter mir, wunderbar. Und ein paar Stunden später kommt dann die nächste Erinnerung, oft die gleiche, fällt uns wieder ein, aus irgendeinem Grund und es ist nochmal stärker. Es wird viel stärker erlebt, und, ja, wir kochen langsam und sitzen damit, gehen damit und dann ist auch wieder gut. Und dann denken wir, okay, jetzt ist es geschafft. Und dann kommt die Welle noch stärker und wir fragen uns, was mache ich falsch? Ja, tatsächlich ist es der ganz normale Prozess. Es ist ganz normal, dass das dann stärker wird. Oder dass wir mit der Zeit Gefühle ahnen, die wir vielleicht bisher nicht gespürt haben. Oder dass wir mit der Zeit Abspaltungen spüren. Also es ist noch nicht mal so, dass wir es am Anfang spüren, sondern oft im Laufe der Meditation solche Sachen auftauchen können. Und das ist dann nicht ein Fehler, sondern es ist eigentlich richtig, würde ich sagen. Also gut gemacht. Warum? Wir werden durch diese Praxis, dadurch, dass wir alles entstehen lassen und zulassen, immer offener. Und gleichzeitig entwickelt sich ja auch die Fähigkeit der Achtsamkeit. Und das hält normalerweise sich die Balance einigermaßen. Gleichzeitig kann es natürlich sein, solche Prozesse können wahnsinnig anstrengend sein, wahnsinnig viel Kraft rauben und kollidieren eben auch oft mit den Vorstellungen von Meditation und von Einsichten. Und da ist es oft dann wichtig zu schauen, in welchem Maß kann sich die Person wirklich damit noch umgehen, wie weit ist sie einfach erschöpft. Und da kann man dann eben auch zum gewissen Maß regulieren. Gibt es dann bestimmte Möglichkeiten, einfach die Meditation ein wenig zu unterbrechen, sich mehr gezielt abzulenken. Das sagt man dann, jetzt lese mal ein Buch, alle anderen dürfen nicht, geh mal in die Ecke und ja, um einfach diesen Prozess ein wenig zu entschleunigen. Es hat auch ganz vielen eben, es können eben auch sehr starke emotionale Krisen auftauchen. Und da ist es dann oft so, dass ich persönlich dann sehr dazu neige, Leute dann auch eine Psychotherapie ans Herz zu legen. Weil vom Setting her dann oft klar wird, dass es die Betreuung nicht ausreicht. Ja, dass einfach so jemand, der einfach viel mehr mit der Person sein müsste, das einfach nicht möglich ist und man viel gezielter einfach auch diese Wunden, die da auftauchen, dann auch gut bearbeiten kann. Ein anderer wesentlicher Aspekt der Meditationspraxis ist die Entwicklung von geistiger Sammlung. Der spielt hier auch eine ganz starke Rolle. Wir versuchen, die geistige Energie ganz und gar auf einen Punkt zu richten, und zwar auf diesen Moment. Also in Vipassana ist es einfach dieser Moment, in anderen Meditationsformen ist es eine bestimmte Erfahrung. Und hier in Vipassana ist es einfach dieser Moment, auf den ausgerichtet wird. Die Sammlung bringt Schärfe, bringt Intensität und sie bläst die Erfahrung auch auf. Aus der Mücke wird ein Elefant. Und das merkt man auch. Das hat den positiven Effekt, dass die Qualitäten der Erfahrung, dass sie viel sichtbarer wird, dass sie viel klarer wird, dass wir sehr viel mehr erkennen können, auch in Einzelheiten, so wie beim Mikroskop. Auf der anderen Seite kann sie uns natürlich viel mehr reinnehmen. Sie kann uns viel mehr beuteln als normal. Also es ist ganz normal, dass man sich dann über Kleinigkeiten, über die man sonst lächeln würde, unglaublich aufregen kann. Ja, und den Nebenmann, der einfach nur laut schnauft, laut atmet, würde uns sonst nicht interessieren, könnten den fast erschlagen. Ja, also so. Und auch das kann dann zu einer Überforderung führen. Also auch die Emotionen, auch diese ganzen Wunden, die auftauchen, die können natürlich sehr vereinnahmend sein. Und das kann dann überfordern. Wobei, wenn es wirklich starke Konzentration ist und wir gehen dahin und schicken die Person sofort raus in die Mitten, in die Innenstadt in Freiburg, dann kann so ein starker Bruch der Konzentration auch wirklich zu einem Schock führen und das ganze System sehr stark durcheinander bringen. So auch da muss man sehr aufpassen, was man da macht.
Also in Vipassana-Meditation ist einerseits Selbsterkenntnis, das kommt praktisch dort daher, aber was fehlt, ist so ein Erarbeiten auch. Also es wird wenig möglich, die dann, wenn man sieht, okay, ich habe mit meinem Chef da dieses Riesenproblem und ich kann mit den Emotionen sich mal sein, aber letzten Endes muss ich rausgehen und dieses Problem mit meinem Chef angehen. Also ich brauche dann, also diese Hilfe, wie setze ich das dann um, welche anderen Verhaltensweisen entwickle ich, um mit meinen Problemen in der Umwelt umzugehen, das fehlt natürlich völlig in der Meditation. Also ein Meditationslehrer kann das gar nicht leisten. Und da sind dann oft die Leute auch ein Stück weit allein gelassen. Die Lösung der Probleme wird von der spirituellen Sicht immer darin gesehen, dass ich eine andere Einstellung, eine andere Haltung zu der Erfahrung finde. Dass ich einfach die annehmen kann, so wie sie ist. Und mit der anderen Sache, wie setze ich das um im Alltag, ist man halt auch doch ein Stück allein gelassen. Hier kommen eben auch die Erfahrung unserer Prozesshaftigkeit und von Nicht-Ich ins Spiel. Von dieser Warte aus ist es gar nicht notwendig, was zu tun. Aber nur von dieser Warte aus. Und für einen gesunden Geist, der einfach, ja, einigermaßen so zusammen ist und normal ist, reicht das auch völlig aus. Für den ist es praktisch so eine Erweiterung des Selbstverständnisses, eine Erweiterung der Herzensqualitäten. Die Ichlosigkeit oder die Nicht-Ich kommt vor allen Dingen zustande eben dadurch, dass dadurch, dass wir unser Reagieren, dieses, was wir immer machen, dieses ich will nicht, dass das unangenehm ist und ich mag das, was ganz toll ist, wir sind ja ständig so am Reagieren, das lassen wir ja weg. Wir lassen ja alles zu, was auf uns zukommt. Das heißt, wir lassen unsere Grenzen fallen, mehr und mehr. Die schmelzen. Und über dieses Schmelzen dieser Grenzen, das kann man verschiedenstlich erfahren. Es kann sich dadurch ausdrücken, dass unsere Körperwahrnehmung zerfließt. Ja, dass wir diese Wahrnehmung, die wir normalerweise haben, immer punktuell oder länger, einfach verschwindet. Es kann sein, dass wir die Zuordnung von mein und anderen ein Stück weit zerfließt. Es kann Erfahrungen geben, wo die normale konzeptionelle Wahrnehmung einfach aussetzt. Und wir einfach alles als eins wirklich wahrnehmen. Das sind dann diese erschütternden Erfahrungen, die unser Selbstbild, unser Ich-Bild erschüttern. Sie zerrütteln sozusagen unser Ich-Konzept. Es kann einerseits zu helfen, neurotische Strukturen dann aufzulösen, weil wir an denen dann auch nicht mehr festhalten. Es kann dann helfen, die Liebe, Mitgefühl und so Sachen zu entwickeln, durch das Sehen der Verbundenheit mit allem. Auf der anderen Seite kann bei einer mangelnden von Grundstabilität diese Auflösung der Grenzen auch problematisch sein. Also da, wo wir in der Auflösung sozusagen stecken bleiben oder wo wir einfach nicht zurückfinden in ein Spüren von dem, was mich auch als Person dann wieder ausmacht, also meine Wünsche, meine Bedürfnisse zu spüren. Es sind oft Menschen, die jetzt zum Beispiel, es ist ein Beispiel, wo vielleicht vorher schon Defizite da sind, ich darf gar keine Wünsche haben, diese Überzeugung bringe ich da hinein in diese Erfahrung von nicht ich, dann darf ich erst recht keine Wünsche haben, weil ich bin noch gar nicht ich. Und diese Unfähigkeit, Wünsche zu spüren, Wünsche geltend zu machen, wird dann auch spirituell wegerklärt, weil Bescheidenheit ist ja auch ganz angezeigt in der spirituellen Entwicklung. Es gilt als gute Qualität. Und die Unfähigkeit, einen Wunsch zu spüren, einen Wunsch zu artikulieren, wird erst gar nicht mehr in Frage gestellt. Also wir verstärken sozusagen ein Problem, das wir eigentlich vorher schon hatten. Es wird nicht erzeugt, sondern es wird verstärkt. Und das Leiden, was wir darüber auch haben noch, das ist eigentlich immer noch als leidvoll empfunden, wenn wir ehrlich sind, aber es wird dann auch eben hingenommen, anstatt es als ein Warnsignal zu sehen, weil es eben verwechselt wird mit einer spirituellen Qualität. Oder wir haben seltsame Erfahrungen. Es gibt auch viele, nicht alle, eigentlich gar nicht so häufig, aber manche haben eben sehr
visuelle Erfahrungen, die sehen irgendwelche Gestalten, irgendwelche Lichter und irgendwelche Räume und irgendwas oder hören tolle Klänge oder haben außerordentliche Glückszustände. Und man kann sich in denen auch gut verlieren und darin stecken bleiben. Das ist an sich kein Problem, wenn wir ein Wissen haben darum, was es sich dabei handelt und weil, wenn wir die Faszination, die von ihnen ausgeht, rechtzeitig bemerken. Ganz schnell werden die aber für spirituelle Entwicklung gehalten. Ganz schnell denken wir, jetzt sind wir toll, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, das fühlt sich gut an und wollen da weitergehen, versinken in diesen Zuständen, versinken in irgendwelchen Welten, die eigentlich keine weiteren Entwicklungen bringen. Zumindest nicht müssen. Und das ist dann auch oft schwierig, wirklich zu sehen, ist die Person jetzt noch in einem ganz normalen, etwas seltsamen Meditationszustand und ist auch kein Problem, das gehört einfach zur gesamten Entwicklung dazu, oder bewegt sie sich oft in eine Richtung, die dann eigentlich eher für sie nicht so heilsam ist. Und das kann dann schon sehr schwierig jetzt davon abgrenzbar sein. So, es ist dann oft wirklich eine Frage von einem sehr individuellen Gespräch, wo ich schaue einfach, wo steht die Person, wie ist sie insgesamt, ja, wie wirkt sie auf mich, habe ich das Gefühl, sie bleibt da drin oder sie kann das verstehen, sie kann das halten und. Aber es ist sicher so der Bereich, wo diese Frage Potenzial und Risiken eine Rolle spielt. Es gibt auch das Phänomen, ist auch interessant, wo die Sammlung so stark entwickelt wird und auch das Sehen der Vergänglichkeit, das kenne ich von einigen erfahrenen Meditierern, die gar nicht jetzt in irgendeiner Weise krankhaft sind, die einfach die Sammlung entwickelt haben so stark, dass gar die Gefühle, die sie da in der Meditation zumindest gar keine Chance mehr haben, an sie ranzukommen. Sobald sie da irgendwie nur die wahrnehmen, sind die schon wieder zerflossen. Also da, die wissen, da geht was ab, aber sie können es gar nicht mehr sehen. Ganz interessant. Da ist eben auch ganz wichtig zu sehen oder zu verstehen, dass das nicht unbedingt bedeutet, jetzt bin ich spirituell fortgeschritten, sondern vielleicht muss ich sogar ein wenig gegensteuern und das, was ich jetzt praktisch nicht mehr sehe, ein Stück weit wieder hervorholen. Das merkt man vor allen Dingen dann, wenn man im Leben mit seinen Konflikten nicht mehr weiterkommt, wenn die Gefühle eben nicht mehr klar werden dadurch. Auch hier, es kann es dann oft hilfreich sein, Psychotherapie hinzuzuziehen, einfach sich dann direkt eine andere Methode zu nehmen und direkt dem zuzuöffnen. Ja, persönlich sehe diesen Aspekt, was man sehr häufig sieht, von so einer Entwicklung von, ich beginne zu meditieren, dann lerne ich mich erstmal selber kennen, dann lerne ich erstmal, was da alles zu mir gehört, welche Gefühle und Gedanken so alle da sind. Und wir lernen auch, einen freundlichen Kontakt mit uns aufzubauen. Auch das kann eine ganze Weile dauern. Das ist eine ganze gehörige Portion von Arbeit dahinter. Wir fahren auch darüber so langsam so auch eine Verbundenheit mit anderen, was auch hilft, ein ganz anderes Selbstbild in uns zu entwickeln. Also wir entwickeln innere Wärme, wir entwickeln Akzeptanz. Wir lernen auf eigene Fähigkeiten auch zu vertrauen, weil wir sind ja alleine zum größten Teil mit diesen ganzen Erfahrungen, auch mit schwierigen Erfahrungen. Wir lernen zu vertrauen, ja, ich kann damit ja umgehen. Das gibt natürlich auch sehr viel Selbstbewusstsein. Und wir lernen auch, ja, das los ein wenig abzukommen von dem anderen, auf allen Erfahrungen im Leben einfach hinterher zu jagen und so getrieben zu sein, sondern wir lernen einfach, die Zufriedenheit kann ich eigentlich auch innen finden. Ich muss nicht immer alles haben dafür. Wir lernen auch, nicht immer in allem wegzulaufen, können einfach von dem her viel sicherer im Leben stehen. Und hier geht aber der Weg dann weiter. Es hört nicht da auf. Jetzt habe ich mich ein bisschen da, mein Ich da zurechtgefunden. Sondern hier geht dann der spirituelle Weg weiter. Also die Vipassana-Meditation, das finde ich immer ganz wichtig, nicht zu vergessen, steht einem gesamten Kontext von der spirituellen Entwicklung, wo es ganz klar um eine gewisse innere Entwicklung geht. Also die Entwicklung von, man spricht auch von Dana Sila Bhavana, die Entwicklung von Offenheit und Hilfsbereitschaft, von Geben, von Teilen, von dieser Großzügigkeit. Sie wissen, dass
ja, ich habe hier alles so als Leihgabe, lasst uns teilen miteinander. Ziele von ethischem Verhalten, ja, das getragen ist davon, dass wir andere nicht absichtlich verletzen, sondern dass wir andere mit einbeziehen in unser Handeln, in unser Denken, wie es denen geht. Und dann kommt da der Aspekt der Meditation, der uns helfen soll, das aus innen heraus zu entwickeln, diese Verhaltensweisen, diese Motivation und diese inneren Qualitäten, die es dafür braucht. So sich die ganze Ausrichtung in unserem Leben praktisch noch verändert. Und da gehen wir sicher über diesen Entwicklungen oft hinaus, die zumindest in der Psychotherapie, nicht in allen sicherlich, aber angestrebt wird. Das ist noch ein anderer Aspekt. So, hier will ich jetzt erstmal enden. Ich habe einfach vieles einfach erstmal angerissen, nur weil ich einfach immer schlecht zu wissen, wo die Interessen sind, wo eure Erfahrungen sind, der ihre Erfahrungen sind. Ich möchte gerne zu einer Diskussion einladen. Ja? Fragen natürlich, aber auch vielleicht haben dann zu einzelnen Punkten auch andere was zu sagen. Fände ich auch interessant. Oder vielleicht wird auch klar, wo ich zu einem gewissen Punkt noch mehr sagen kann. Ausführlicher. Ja. Gut, ich danke erstmal herzlichen Dank für den schönen Vortrag.